So, Herr Moltke, Ihre Schweine sind jetzt alle geimpft. Ja gut, vielen Dank. Sagen Sie, ich habe doch diesen Zuchtstier. Für den gaben Sie mir letztes Mal so ein tolles Stärkungsmittel. Könnte ich vielleicht noch mal... Wie hieß denn das Präparat? Das weiß ich nicht mehr, aber geschmeckt hat es nach Pfefferminze. Sagen Sie mal, haben Sie das Schild mit der Geschwindigkeitsbegrenzung nicht gesehen? Hä, was? Bei dem Tempo soll ich auch noch lesen? Sag mal, du kommst jetzt erst und mitten in der Nacht machst du solch einen Lärm? Entschuldigung, die Schuhe sind umgefallen. Aber das macht doch nicht so einen Krach. Doch, ich stand noch drin. Ich weiß auch nicht, wie das immer kommt. Herr Meier, hat es denn in Ihrer Familie mal irgendwann einen Fall von Geistesgestörtheit gegeben? Ja, Frau Doktor. Meine Schwester hat mal einem Millionär einen Korb gegeben. Sorry, aber hast du hier irgendwo eine Muschel gesehen? Eine Muschel? Ja, irgendwo muss hier doch eine Muschel sein. Eine Muschel? Wieso das denn? Na, irgendwo musst du, Perle, doch herkommen. Oh no! Na, wie geht es dir denn? Schlecht. Die Firma, wo ich arbeite, hat dicht gemacht. Und sonst? Naja, meine Freundin ist mit meinem besten Freund abgehauen. Ja, und abgesehen davon? Mein Hund ist die Kellertreppe runtergefallen und hat sich ein Bein gebrochen. Sag mal, das ist ja nicht zu glauben. Gibt es denn in deinem Leben nichts Positives? Oh doch, mein Corona-Test. Noch ein Bier? Was ist denn los? Du guckst ja so unglücklich. Ach, meine Freundin ist gestern mit meinem besten Freund durchgebrannt. Oh, das tut mir leid. Ja, alles ist so sinnlos ohne ihn. Aber wirklich, du hast ja richtige Augenringe. Ja, ich kann in der letzten Zeit echt so schlecht schlafen. Dann nimm doch einfach Baldrian. Ah, okay. Wo wohnt ihr? Also echt, das ist ja wieder mal typisch. Wieso? Ich weiß doch genau das. Das stimmt ja nun mal gar nicht. Mann, immer bist du anderer Meinung. Ja, und das ist auch gut so, denn sonst hätten wir ja beide Unrecht. Sag mal, kommst du nun zu meiner Halloween-Party? Mal sehen. Och, komm mal, das wird echt mega. Aber bitte mit einem tollen Kostüm. Okay, dann komme ich als falsch geparktes Auto. Hä? Naja, vielleicht werde ich ja dann auch endlich mal abgeschleppt.